So, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Im Hintergrund ein bisschen Oldschool Modern Combat 3. Unser erstes Spiel, was wir auf unserem Kanal hochgeladen haben. Und ja, das ist ziemlich fällig. Also ich habe das zum ersten Mal wieder runtergeladen und zum ersten Mal seit keine Ahnung wie lange gespielt. Und es ist ein richtiger, schöner Modern Warfare Abklatsch, der total schlecht gelungen ist, und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran, wie ich faile. Ich komme auch mit der Steuerung nicht klar und alles mögliche. Ich weiß noch nicht genau, wie weit das dann gehen wird, wie lange wir hier ein bisschen sprechen werden, denn es geht auch schon gleich los. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind unsere gesamten Videos am Donnerstag gelöscht worden, also am Moment, wann war das? Am 15. November 2012 von entweder YouTube, was ich nicht glaube, weil wir keinerlei Benachrichtigung bekommen haben, unser Kontostatus in Ordnung ist, also wir haben keine Copyright Strikes, wir haben keine Community-Richtlinienverstöße, nichts, wir sind auch nicht monetarisiert, dass da irgendwas mit Copyright eigentlich groß sein könnte, außer wenn wir überhaupt keine Benachrichtigung bekommen, aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, die ich jetzt aber hier nicht groß erörtern will. Das könnt ihr euch im Blog durchlesen, in einem kleinen Artikel, der hier unten verlinkt ist in der Videobeschreibung. Aber es ist ja auch relativ egal, jedenfalls sind sie weg. Wir waren es selber nicht, zumindest nicht bewusst. Es kann sein, dass wir uns irgendwo nicht ausgeloggt haben, wieder mal unsere eigene Unfähigkeit vielleicht. Das tut uns schon mal sehr leid. Das kann ich, glaube ich, auch im Namen von Pi sagen, klar. Ja, wie geht es weiter? Auf jeden Fall machen wir natürlich weiter. Wir lassen uns davon nicht aufhalten. Das Problem ist jetzt nur, es sind halt die Anfang der Minecraft-Season ist jetzt quasi weg. Also Nummer 1 bis 24, glaube ich, oder so, ist jetzt weg. Den habe ich nicht mehr auf der Festplatte. Den haben wir nirgendwo mehr. Der ist bye-bye und so. Genau wie Dishonored 1 bis 32, glaube ich, auch. Kann sein, dass ich mich vielleicht in den letzten Zahlen ein bisschen irre, aber auf jeden Fall in dem Bereich. Das könnt ihr ja dann sehen. Und BF3 auch 1 bis 22 als Battlefield 3 Multiplayer. Alles weg. Ja, sowieso MW3, klar, alles eigentlich weg, was bisher war. Eigentlich haben wir nur noch, also von Minecraft Dishonored und BF3 was übrig an Parts. Wir machen das folgendermaßen, wir machen weiter damit, wir machen mit Minecraft der Season weiter, auch wenn es doof ist, wenn ihr die ersten Part jetzt, also für neue Zuschauer und vielleicht auch für Leute, die es halt nicht gesehen haben, auch wenn sie gesehen haben, dass es da ist. Tut mir herzlich leid, aber wir wollen es einfach weitermachen, wir wollen jetzt nicht extra eine neue Season starten, deswegen, das wäre ja auch irgendwie ein bisschen doof, weil wir haben halt noch viele Ideen für diese Welt. Ja, Dishonored weiß ich nicht, da haue ich jetzt erstmal die Parts raus, die ich noch habe, und dann gucke ich mal, ob ich noch zum Aufnehmen komme. Wir sehen, BF3 geht sowieso immer weiter, aber halt in der Nummerierung. Wir starten jetzt nicht neu, nicht bei 1 wieder, bei diesen Spielen. Rage, denke ich mal, geht vielleicht auch weiter, aber da ist ja jetzt Ewigkeiten auch so nichts gekommen, weil ich einfach nicht zum Schneiden komme, weil das auf dem Mac ja komplizierter ist. Falls übrigens die Aufnahme ruckelt von Modern Combat 3, ich sehe die jetzt gerade nicht. Tut mir das leid, das liegt an meinem High-End-Aufnahmeprogramm für den Mac. Denn Modern Combat 3 gibt es ja nur für den Mac oder für PS3, glaube ich auch. Ich habe das auch nur noch mal reingepackt, das Gameplay, weil es wie gesagt unser erstes Let's Play war. 5 Parts waren es damals. Die sind jetzt natürlich auch weg, weil die habe ich natürlich gar nicht mehr. By the way, auch alle, also das letzte Test, das wir bisher hatten, von, also was ich gemacht habe, von Ax Fatalis, ist weg. Das tut mir sehr leid. Ja, was will man noch kurz sagen? Sorry, falls es unsere Schuld war. Für Hacker kann ich mich nicht entschuldigen. Die kleinen Spasten, die haben einfach nichts Besseres zu tun, aber auch, ich kann auch nichts dafür, wenn wir es selber waren, weil dann ist irgendein blöder Sack einfach, hat man einfach alle Videos gelöscht. Manuell, geht ja nicht automatisch.
Ja, als kleine Entschädigung meine ich natürlich, kommt demnächst ein neues Let's Test, was ich bereits vor diesem Desaster aufgenommen hatte. Ich weiß nicht genau wann, das werdet ihr sehen. Assassin's Creed 3 kommt am Donnerstag für den PC raus, das werden wir im Singleplayer und im Multiplayer wahrscheinlich, also Multiplayer auf jeden Fall, Singleplayer muss ich nochmal abklären, ob wir das jetzt gemeinsam machen. Mit Pi habe ich jetzt noch nicht so besprochen. Denke aber schon. Und noch etwas Geheimes von Pi und ja, das werdet ihr dann alles sehen. Tja, das wäre jetzt doch hier kürzer geworden, als ich dachte. Ich bin schon fast am Ende. Ich glaube, in Zukunft will ich das so machen, dass ich nach und nach halt immer die Videos, die jetzt wieder kommen, einen Backup-Channel hochlade, der aber geheim bleibt, also den ich jetzt hier nicht irgendwie verlinken werde oder so, werde ich auch an einem anderen Google-Konto machen, damit wir da immer wieder die Videos runterladen können und dann notfalls wieder hochladen können. Hauptsache, ich muss das dann immer rechtzeitig machen, nicht, dass wir dann, naja, ist ja nicht eure Sorge. Das dauert halt alles noch ein bisschen, das zu ordnen und so. Also welche Parts jetzt ich noch habe und wie ich die hochlade. Ich werde halt alles aufholen, was schon eigentlich oben war, also hoch, also abgeloadet war. Werde ich jetzt einfach alles raushauen, wie Jux und Fallerei halt. Keine bestimmte Zeit. Bis wir dann wieder beim Aktuellen sind. Das ist auch nicht viel, was jetzt noch da ist vom Alten, was halt schon draußen war, veröffentlicht war. Tja, was soll man noch sagen? Das einzig Positive an dieser tollen Sache ist eigentlich, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen was anderes machen jetzt können, anders machen können im Hinblick auf, tja, weiß nicht, auf Form und so quasi, auf Präsentation der Videos, aber naja, ja, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ich überlege noch gerade, ob irgendwas noch war. 150, über 150 Videos waren es. Arbeit an einem halben Jahr, über einem halben Jahr ungefähr. Haben wir da reingesteckt. Aufnahme, schneiden, rendern, hochladen, Beschreibungen schreiben. Was weiß ich alles, was halt dazu gehört. Täglich haben wir Dishonored, Minecraft, manchmal BF3 immer hochgeladen, also fast immer. Naja, ich hoffe, das passiert uns nicht nochmal. Wir haben jetzt ein paar Sicherheitsvorkehrungen getroffen, auch mit dem Backup-Channel, was ich mir überlegt habe. Ja. Ich würde mich freuen, wenn in den zukünftigen Videos. Ich will jetzt echt nicht meckern und so. Ich finde ja toll, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr sagt, ob es euch gefallen hat, auch mit dem Daumen hoch oder Daumen runter, wie ihr es euch findet. Ich finde es natürlich noch toller, wenn ihr Kommentare schreibt und sagt, was ihr genau nicht gut findet und so, weil Like ist ja relativ unpersönlich. Da sagst du halt, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht und kannst halt keine Begründung abgeben. Das kann man halt einen Kommentar machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den zukünftigen Videos das beibehaltet und vielleicht auch mehr steigert. Das würde mich sehr freuen und Pi auch natürlich. Mehr Feedback quasi. Halt unser Feedback an euch. Für euer Feedback kann man ja vielleicht auch mal machen. Ich würde mich freuen, es dauert ja nur 5 Sekunden mal zu schreiben. Vielleicht cooles Video oder scheiß Video, seid scheiße. Ist auch, ihr könnt auch gerne sonstige Hasstiraden an uns schreiben. Hauptsache, ihr schreibt irgendwas. Würde mich echt freuen. Ja. Das mit den gelöschten Videos ist natürlich sehr doof. Ich werde dieses Video an die Minecraft-Season oben ranhängen. Das Honor an BF3 halt, damit neue Zuschauer das auch wissen, was mit den gelöschten Videos ist.
falls jemand fragt, vielleicht wäre es auch ganz nett, wenn ihr das ihnen mal sagt. Falls ich mal keine Zeit habe oder Pi keine Zeit hat. Joa. Ich hoffe, euch gefällt ein bisschen das Gameplay. Ich fehle gerade wahrscheinlich wieder. Das ist aber auch echt verflixt schwierig gewesen. Meine Maus hat auch immer ganz langsam reagiert. Meine tolle Maus jetzt hier, die ich mir gekauft habe. Naja. Gut, mir bleibt jetzt erstmal nichts zu sagen. Ich konnte das, glaube ich, auch alles im Namen von Pi sagen. Ich habe ihn jetzt zwar nicht konkret gefragt, aber ich wollte mal so ein kleines Info-Video machen zum aktuellen Stand, wie es denn jetzt weitergeht. Weil mich auch der ein oder andere gefragt hat, ob wir jetzt aufhören oder so ein Quatsch. Also, wenn ich aufhören würde, würde ich richtig den Kanal schließen mit Ankündigungen und nicht einfach alles löschen. Das wäre ja sonst ein bisschen asozial. Und warum sollten wir aufhören? Ich meine, es macht uns Spaß. Es ist zwar ein bisschen Stress und wir haben auch momentan eigentlich gar nicht so viel Zeit. Wir können es uns eigentlich gar nicht richtig leisten. Wie gesagt, es dauert auch noch ein bisschen. Aber es kommt schon alles in die Gänge. Ich hoffe, euch gefallen unsere Videos nach wie vor oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil wir ja scheiße sind. Hat uns ja der Typ, der unsere Videos gelöscht hat, auch klar gesagt. Es war ein klares Feedback. Klareste Feedback, was wir ever bekommen haben, jemals bekommen haben. Da muss man nicht mal groß was schreiben. Naja, das laber ich hier eigentlich zusammen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, Zuschauen. Ich lasse jetzt wahrscheinlich noch das Gameplay laufen. Ich glaube, es läuft noch ein bisschen länger als hier 12,5 Minuten. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie unter das Video. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Let's Play oder Let's Test oder was auch immer. Bis dann, Freunde. Und viel Spaß noch und einen schönen Tag. Natürlich außer dem einen, der unser Videos gelöscht hat, dem wünsche ich keinen schönen Tag.